So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Guten Morgen Börse. Heute gemeinsam mit XTB. Es ist Freitag, der 1. September 2023. Und wir wollen gemeinsam uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Heute ganz besonders natürlich schauen auf die Non-Farm Payrolls. Das Problem an den Non-Farm Payrolls ist weniger die Non-Farm Payrolls selbst, als dass der aktuelle Bias im Markt so ein wenig zu sein scheint. Good News is Bad News, Bad News is Good News. Oder es ist vor allem Labor Day Wochenende. Das bedeutet, dass etwas anders formuliert, egal wie die Zahlen veröffentlicht werden, die Wahrscheinlichkeit steigt zunehmend. Vielleicht auch ganz besonders nach dem jüngsten Lauf im S&P 500 oder auch im Nasdaq 100, dass es eben keine großen Impulse gibt und keine großen Bewegungen gibt. Das ist so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn man dieses News-Event tradet, was jüngst dann doch wieder volatiler war in den letzten Tagen, eventuell ganz besonders, das war Bitcoin. Und da wollen wir heute einen Blick drauf werfen. Gestern gab es eine neue News, die ist eigentlich gar nicht so bearish, wenn ich ganz ehrlich bin, aber nichtsdestotrotz hat es zu einem kurzen Drop in Bitcoin geführt. Und vor allem sollten wir, eben weil die News nicht so bearish ist, aber dennoch bearish offensichtlich interpretiert wird, hier ein wenig dann Vorsicht walten lassen, denn die Gefahr weiterer Abschläge scheint zu bestehen. Darauf gleich in den wenigen Minuten mehr und Details. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das mit Ja für sich beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen auf der Webseite xdb.com/de. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, gleich ausgehend von den Kontaktdetails direkten Kontakt mit XTB und dem Service zu suchen. Solltet ihr Fragen haben zur Kontoeröffnung, solltet ihr Fragen haben zur Einrichtung der Handelsstation, Plattformen und so weiter. Darüber hinausgehend Produktpalette, gerne, wie gesagt, den Kundensupport hier kontaktieren. In eigener Sache ganz kurz der Hinweis, alles, was ich jetzt in wenigen Minuten hier präsentiere, ist bitte nicht als Anlageempfehlung misszuverstehen, sondern dient rein edukativen, informativen Zwecken. Könnt ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion. Ich würde auf die eingehen, würde die beantworten. Aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier einmal die gerade schon erwähnten Kontaktdetails, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie auch immer es belieben mag. Dann einmal zu XTB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr einmal hier in der Mitte aufgelistet. Darüber hinausgehend, ein Grund mit Sicherheit, der dazu beigetragen haben dürfte, ist die X-Station. Und genau auf diese X-Station wollen wir jetzt hier einen Blick werfen. Und ich habe den Bitcoin-Chart schon entsprechend vorbereitet. Wie gesagt, wir müssen ganz kurz so ein wenig wirken lassen. Welche News spielen eine Rolle? In dem Zusammenhang vielleicht auch mal ein Hinweis, Handelsstation, X-Station. Was könnte jemanden dazu bewegen, die in seinem Handel mit einfließen zu lassen? Oder warum sollte man mal einen Blick drauf werfen? Wir haben immer mal wieder hier den Kalenderjahr zum Thema gemacht in der jüngeren Vergangenheit. Haben hier alle News-Events der Woche und ansonsten somit auch natürlich heute die Non-Farm Payrolls entsprechend aufgelistet, die hier einmal aufgeführt sind. Aber es gibt darüber auch noch andere Tabs, die mir vielleicht aufgefallen sind. Da gibt es zum Beispiel den Nachrichten-Tab. Und innerhalb dieses Nachrichten-Tabs auf der Webseite xdb.com/de findet ihr Analysen, die dort einlaufen. Und die laufen auch hier auf der Handels- oder in der Handelsstation ein. In dem Fall natürlich deutschsprachige News, die hier entsprechend einlaufen. Könnt ihr auch entsprechend nach Wunsch natürlich filtern, was wir jetzt nicht tun wollen. Wir wollen einen Blick werfen auf Bitcoin. Und am Mittwoch ist es immer so, dass eine Analyse auf der Webseite einfließt. Das ist hier Bitcoin, diese. Und da kann man schon sehen, Grayscale-Urteil, da hatten wir diesen bullischen Spike. Das ist hier entsprechend zum Thema gemacht worden. Ganz kurz noch einmal zur Erinnerung. Wir hatten beginnend eigentlich schon hier mit diesem Flush tiefer, das ist ein Wochenchart an der Stelle übrigens, mit diesem Flush tiefer schon einen möglichen Trigger, der dort begann eine Rolle zu spielen. Das war ein Abstoßen einer Bitcoin-Position im Gegenwert von 373 Millionen von X-Space. SpaceX. Das ist die Raumfahrtfirma, die Weltraumfirma von Elon Musk. Die hat Bitcoin-Bestände reduziert. Warum? Wurde nicht näher ausgeführt.
plumpe Erklärung ist als ein Investor, der sagt, pass auf, ich stelle dir so und so viel Geld zur Verfügung, so und so viele Milliarden und Millionen investiere ich an dieser Stelle. Aber dafür möchte ich, dass die Bilanz in Anführungsstrichen sauber ist und Bitcoin ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich oder beziehungsweise sehe ich irgendwie nicht als seriös an oder sonst dergleichen. Ich möchte also, dass diese Exposure reduziert wird. Dann gucken wir uns die jüngste Performance ansehen. Okay, in Ordnung, Bitcoin hat nicht ganz outperformed. Da gibt es also auch noch die Sorgen rund um die SEC und dergleichen Klagen und so weiter und so weiter. Und dann hat man die Position abgestoßen. Das wäre jetzt eine ganz plumpe Erklärung, was da vielleicht der Grund gewesen ist. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Fakt ist, wir sind scharf abverkauft worden von 30.000 bis 26.000 Dollar. Und dann gab es eben einen Spike höher. Jetzt am Mittwoch war es, am Dienstagabend ist es gewesen. Und zwar gab es nämlich ein Gerichtsurteil von einem Kryptovermögensverwalter namens Grayscale, der einen Bitcoin-ETF beantragt hat und die SEC hat diesen abgelehnt, den Antrag. Grayscale hat dagegen geklagt und hat Recht bekommen, dass nämlich das Gericht gesagt hat, die SEC muss hier noch einmal nach schauen und noch einmal, also nicht sagen, okay, gibt den Bitcoin-ETF, aber zumindest mal muss noch einmal sich mehr Zeit nehmen, zu einer Einschätzung diesbezüglich zu kommen. Das hat kurzzeitig zu einer bullischen Reaktion geführt und erhöht in gewisser Form, denke ich, auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zeitnah einen Bitcoin-ETF geben sollte. Denn das ist nicht der einzige Bitcoin-ETF, der beantragt wurde. Das gleiche hat auch BlackRock gemacht oder auch beispielsweise Fidelity, auch ARK Invest. Jüngst ist es so gewesen und da hatten wir innerhalb dieser Analysen dann auch eine Timeline ungefähr gegeben. Wir hatten einen relativ, ja, ich möchte mal sagen, unspektakuläres Treiben hier und einfach mal auf den Chart. Das ist jetzt ein Daily Chart. Wir können sehen, da sind richtige, fast schon Todeszonen. Also da passiert nicht besonders viel, was darauf zurückzuführen zu sein scheint, dass Bitcoin und der ETF auf Bitcoin offensichtlich ein Event wäre, welches Volatilität begünstigt, Klarheit schafft, aber bis dahin eben das zu einem in Anführungsstrichen Totentanz kommt. So, nunmehr haben wir dann von ARK Invest zum Beispiel hier gesehen, dass dort eine Verlängerung der Frist am 11. August, das ist jetzt rund 3 Wochen her, über den Ticker lief. Da hat die SEC gesagt, wir brauchen mehr Zeit, 45 Tage. Das Gleiche hatte sie mal gesagt im Hinblick auf den BlackRock-ETF, der dann übrigens diese bullische Reaktion hier nach sich gezogen hat, die uns in Richtung der 30.000-Dollar-Marke-Region befördert hat. Und jetzt gestern lief über den Ticker, also wir sehen dann Mitte, Ende September erwarten wir hier entsprechend eben eine Signalgebung. Ja, und gestern lief über den Ticker, dass die SEC, das ist Gary Gensler, der SEC-Chef, dass die SEC weitere 45 Tage beantragt hat in Bezug auf eine Entscheidung, darunter eben auch BlackRock und der Bitcoin-ETF. Das heißt, wenn wir ein bisschen nach unten scrollen innerhalb dieses BTC-Echo-Artikels hier, dass wir eventuell bis Mitte Oktober warten müssen. Jetzt ist die Sache eben jene. Die SEC sieht zunehmend Niederlagen vor Gerichten im Hinblick auf beispielsweise, also nicht nur jetzt Grayscale und die Neubewertung, ist ein Bitcoin-ETF eventuell doch eine Option für Grayscale, sondern darüber hinausgehend auch im Hinblick auf Ripple beispielsweise, XRP und dergleichen, dass das nicht als Wertpapier eingestuft wird. Also die Regulierung auch im Kryptobereich wird vorangetrieben. Und die SEC mit ihrem Querstellen trifft zunehmend auf Widerstand, auch seitens der US-Gerichte, die damit beauftragt sind. Und jetzt ist allerdings die Sache eben jene, dass das initial jedenfalls, und da kommen wir mal hier zum Chart, zu einer bärischen Reaktion geführt hat. Eigentlich ist das etwas, das ist so ein Zeitkaufen, so den Eindruck, den vermittelt das so ein bisschen, dass die SEC, wie gesagt, jetzt zunehmend Druck spürt und früher oder später ein Go wird geben müssen. Was wiederum positiv, meiner Einschätzung jedenfalls, für Bitcoin wäre, weil, wenn ich dem einen realen Strich verleihen möchte, solch ein Produkt oder Projekt, dann kann ich nicht einfach nur einen Krypto-ETF aufsetzen, Bitcoin-ETF und sagen, das ist ein reines Papier und es gibt keine zugrunde liegenden gehaltenen Bitcoins, die dem Ganzen eben diesen realen Touch anleihen. Was übrigens dann auch positiv durchschlagen könnte auf Coinbase zum Beispiel. Sollte BlackRock nämlich beispielsweise solch einen Bitcoin-ETF aufsetzen, wäre mit der Verwahrung der aufgekauften Bitcoin, folglich der Nachfrage und den preistreibenden Effekten, die daraus resultieren würden, Coinbase beauftragt. Das wäre vielleicht ganz interessant auch für den einen oder anderen Equity-Trader. Aber zurückkommt, wie gesagt, auf diese Ankündigung. Gut, jetzt kauft sich die SEC Zeit und das ist eben, man kann es durchaus realistisch interpretieren, als nun, man hat zunehmend weniger Argumente in irgendeiner Form hier Bitcoin-ETFs einen Riegel vorzuschieben und diese nicht zuzulassen. Aber dennoch reagiert eben der Bitcoin-Preis mit diesen Abschlägen. 5-Minuten-Chart einmal hier aufgemacht. Wir sehen ganz sauberer Verkaufsdruck, der sich kontinuierlich dann über den Abend hinaus ausbaute, einstellte. Und jetzt ist die Sache eben jene.
Das ist kein positives Signal meiner Einschätzung nach. Das ist sogar tatsächlich ein stark bärisches, denn es ist, wie gesagt, eigentlich eine per se nicht, es ist eigentlich ein Non-Event, eher vielleicht sogar positiv zu interpretieren. Aber unterm Strich sind wir Sklaven der Price Action. Und wenn der Preis auf eine eigentlich unsererseits interpretierte bullische News negativ reagiert, ist das ein schwaches Signal. Und jetzt kommen aus der technischen Warte eben noch einige Faktoren hinzu. Zum Beispiel habe ich hier zwei gleitende Durchschnitte, sehr grob gehalten, aber dennoch berücksichtigenswert, denke ich. Wir haben die 50-Tage-Linie hier in Orange, wir haben die 200-Tage-Linie in Blau. Wir stehen kurz vor einem Crossover der 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie. Das wäre aus rein technischer Warte ein bärisches Signal, was nochmal weiteren Abgabedruck auf den Weg bringen könnte. Und ich würde sagen, die Linie im Sand, die liegt wahrscheinlich im Bereich um $25.200. Sollten wir diese, nennen wir sie jetzt mal SpaceX-Tiefs, die sich hier infolge dieses Verkaufs von Bitcoin-Beständen herausgebildet haben, unterschreiten, dann wäre weitere Abwärtsdynamik eventuell sogar bis in gefühlt um $20 zu erwarten. $20.000 zu erwarten. $20 noch nicht. Und soweit also eine Einschätzung zu Bitcoin. Einfach mal so ein kleiner Gedankengang. Sollte dann rund um die NFTs heute keine großen Impulse geliefert werden, weder für Equities noch für Indizes noch für Gold oder für den Euro-US-Dollar durch das verlängerte Labor Day Wochenende. Wir hören am Montag wieder voneinander. Schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.